So, Freunde, jetzt habe ich den gerade mal aus der Form geholt, weil es wurde jetzt einfach zu hoher Harzverbrauch. Jetzt musste ich einfach mal das ein bisschen cutten hier. Dann war ein bisschen was abgeschnitten. Da liegen jetzt halt die Fetzen rum. So sieht der bis jetzt aus. Hier habe ich ein bisschen versaut, weil ich da nicht so hab lange, nicht so lange warten können. Und dann rasseln sie an einem durch, die Metallspäne, aber ist ja nicht so wild. Normalerweise wird es so sein wie in der Schicht, dass sie nicht groß nach unten fallen können. Naja, egal. Auf jeden Fall. Also sieht das gute Stück jetzt gerade aus. Jetzt werde ich hier noch nochmal eingießen, nachgießen. Und dann reicht mir das Harz hoffentlich. Weil mit der Schicht, wo ich jetzt noch oben hatte, weitere 10 cm höher, das wäre nicht gegangen. Ungefähr hier bis zu dem Tesaband. Naja. Also da hätte ich nochmal 5 Kilo Harz, mindestens 6 Kilo verschossen, und ich möchte danach noch bewegen können. Der ist jetzt bei schon 32, 33 Kilo, sowas in den Dreh, schätze ich. Und ja, also über 40 Kilo muss das Ding jetzt nicht unbedingt wiegen. Und ja, jetzt werde ich das gute Stück nochmal eingießen und dann schauen wir mal. So, Freunde, wir sind jetzt fast am Ende angekommen. Jetzt mache ich die letzte Schicht und da kommt jetzt noch ein bisschen Agnihotra-Asche mit rein, und ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht noch einen Elementenwirbel mit einbaue. Da muss man schauen, ob ich einen schönen hinbekomme, und dann mache ich vielleicht noch mit einem rein. Lotti kommt auf jeden Fall noch mit rein, und dann ist das gute Stück fertig. So, Freunde, der CB ist endlich fertiggestellt. So sieht das gute Stück aus. Vorne sieht man noch so kleine Bruchstücke von schwarzem Turmalin. Hier habe ich noch zwei Blumen des Lebens mit reingemacht. Dann ist da ein bisschen Blattgold, bisschen roter Jaspis, bisschen Pyrit, bisschen Rosenquarz, Bergkristall, von allem nochmal etwas. Und hier sieht man jetzt meine Schichtung. So was passiert, wenn ihr pennt. Was heißt, wenn ihr pennt? Wenn ihr zu schnell seid und nicht härten lässt. Dann rasselt es halt durch, gerade so bei so langen ist es dann immer ein bisschen blöd. Aber das werde ich noch optisch ein bisschen ausbessern. Der wird sowieso noch mal eingegossen, da hier noch so kleine Schadstellen sind. Ne? Das kann manchmal passieren. Ich habe den ja schon zum zweiten Mal nachgegossen, allerdings habe ich ihn ja da fertig dann gebaut. Und beim zweiten Nachguss hier ist dann das hier passiert. Aber wie gesagt, das werde ich noch mal nachbessern. Hier mal zum Vergleich, wie groß der eigentlich geworden ist. Ja. Wir haben auch wunderschönes Wetter. Seit das Ding fertig ist, habe ich es nicht mehr geschafft, den Himmel zuzukriegen. Das ist eigentlich noch das Verlängerungsrohr, was hier mit oben drauf kommt. Hier habe ich noch so eine kleine Spirale gemacht. Das ist so ein bisschen Spielerei. Man sieht jetzt hier noch meine Fingerabdrücke und so weiter. Ich muss das noch mal ein bisschen polieren, das Teil. Genau wie das hier. Und wenn ich die fertig poliert habe, dann kann ich meine Spirale hier vollenden. Also das ist gleichzeitig Erdung, das zieht sich komplett einmal durch, und gleichzeitig die Spirale, die man vorher im Video sieht, wo hier eigentlich drum war, die habe ich jetzt weggemacht, damit ich das hier putzen kann. Dann wird die mit dem hier verbunden, wird bis nach oben gewickelt und dient dann gleichzeitig noch als Erdungskabel. Ja, hier mache ich auch gerade so ein bisschen Spielerei mit meinem Zipper. Wen es interessiert, der Zipper ist von Organize Africa, von Georg Ritschel, der ihn ein bisschen verfolgt. Ist ja ein Deutscher, der nach Johannesburg ausgezogen ist und sehr, sehr viel Ahnung in Sachen Orgonit hat. Der das auch schon ziemlich lange macht und ganz Afrika bald bestückt hat. Naja, ganz Afrika ist jetzt übertrieben, aber der hat sich hier so, hier von Johannesburg da unten, hat er sich hier schon ziemlich hoch gearbeitet und hat hier schon, naja, so die Hälfte von Afrika hat er schon fast mit Orgonit bestückt. Er ist schon nochmal 10 Nummern härter wie ich, und ich verteile schon wirklich viel. Ja, ich werde wahrscheinlich auch bald mein Spendenkonto eröffnen, dass man, wenn man möchte, mich unterstützen kann. Weil es geht natürlich ganz schön aufs Geld, diese Jungs hier zu verstecken überall. Und ja, ich bin auch kein Großverdiener, und wer mich da ein bisschen unterstützen möchte, der darf das gerne dann tun. Ich werde dann darauf verlinken und darauf aufmerksam machen, sobald ich fertig bin. Um das jetzt hier weiter zu erzählen, der Zipper ist angeschlossen, einfach nur in diesem Fall, jetzt mache ich mal das Rohr hier ein bisschen hoch, so, an ein Kupferlackdraht.
Und zwar habe ich hier gerade die Pole getauscht, also Masse und Signal miteinander verbunden. Ne? Sieht man das? Moment, ich fuddel das mal so ein bisschen. Hier sieht man es jetzt besser. Ne? Das schwarze und das gelbe und das weiße und das rote Kabel miteinander verbunden, also gerade getauscht. Und einfach nur ein Kupferlackdraht. Das ist jetzt quasi wie ein kleines Doppelslottchen. Und ich war wirklich überrascht. Ich wollte es nochmal spaßhalber testen, ob man das unbedingt zu einem Lotti wickeln muss. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das knallt auf jeden Fall auch so. Und das ist nicht schlecht. Und das ist jetzt wirklich keine große. Ursprünglich wäre hier ein Doppelslottchen mit reingekommen von 100 Meter Länge. Aber ich habe es voll geil. Zweimal beim Wickeln ist mir passiert, dass es gerissen ist. Ich musste da ja über den Parkplatz das Ding auslegen und habe das mit einem Kollegen gemacht. Und wir haben das dann verdreht und leider beim Verdrehen ist er mir gerissen. Beim zweiten Stück, also beim Mantel wie beim Kerndraht, ist es mir bei beiden gerissen. Auf die Länge ist es wirklich schwierig, einen Lotti zu bauen. Kleine habe ich schon einige gebaut, aber große sind nicht einfach. Ja, somit habe ich das dann gelassen und habe hier keinen eingebaut und habe es jetzt spaßhalber, weil ich ihn kaputt gekriegt im Prinzip habe. Ich meine, ich könnte es noch ein bisschen löten, aber ich lasse es wahrscheinlich und kaufe mir nochmal einen neuen und mache dann den Test mit wieder einer großen 100 Meter Spule. Das ist jetzt nur eine 20 Meter Spule mit 1 mm, mache das aber dann mit einer 100er und dann zeige ich mal die Ergebnisse, was man damit haben kann, damit man das auch glauben kann. Was denken die Leute ja wieder, ich laber Mist. Oder wie auch immer. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt baue ich hier noch ein bisschen. Mache jetzt hier gleich noch ein Tutorial für so Orgonit-Pyramiden, so Kugeln. Wen es interessiert, der kann sich ja dann das nächste Video anschauen. Aber das ist jetzt nicht Hauptbestandteil dieses Videos, sondern ich wollte eigentlich nur noch zeigen, wie er fertig aussieht, beziehungsweise ganz fertig ist er ja noch nicht. Er wird ja nochmal eingelassen, er wird noch ein bisschen poliert, wie gesagt, die Spirale kommt noch drum. Dann mache ich noch die Verlängerung drauf und dann zeige ich nochmal, wie er dann fix und fertig aussieht. Dann zu einem späteren Zeitpunkt habe ich jetzt gerade keinen Nerv für. Wollte jetzt ein bisschen was anderes basteln und ich und mein Hase sagen euch einen wunderschönen Abend, Tag, wie auch immer, wann ihr es gerade anschaut. Und ja, schönen Tag noch, meine Freunde.